Auf den Live-Servern gruseln sich die Spieler noch, da kommt auf dem Beta-Server bereits eine weihnachtliche Stimmung auf. Und hier erfahrt ihr nun, was euch dieses Jahr als letztes großes Event erwarten wird. Natürlich sind das noch wieder Beta-Informationen, also könnten sich durchaus noch Kleinigkeiten ändern. Das diesjährige Winter-Event kombiniert das altbekannte Geschenkeöffnen der letzten Jahre mit einigen neuen Verfeinerungen und neuen Gebäuden, die vor allem Besitzer der blauen Galaxie freuen dürften. Denn lasst mich gleich mal zum Punkt kommen und dieses Mal mit dem Hauptgebäude anfangen. Der Winterzug ist ein Gebäude mit 7x3 Feldern Grundfläche und 9 Stufen mit 3 verschiedenen Endstufen, dem Holzkohle, Immergrün und Schlittenfahrt-Express. Diese produzieren 5, 8 oder 4 Forge-Punkte mit 15, 10 oder 20 Gütern und 10-20% Angriffs-, Münz- oder Vorratsboost je nach Zeitalter. Und jeweils natürlich auch noch ein paar Münzen, Vorräte, Medaillen, Bevölkerung und Zufriedenheit. Gehen wir mal vom Immergrün Express aus, oder wie ich ihn fortlaufend eher nennen werde, Evergreen Express, einfach weil es im Englischen viel cooler klingt, sind 8 Forge-Punkte aber noch nichts Weltbewegendes. Das ist eher so Durchschnitt der letzten Eventgebäude. Warum soll das jetzt also etwas Besonderes für Besitzer der blauen Galaxie sein? Richtig, es ist ein Setgebäude. Neben dem Zug an sich gibt es nämlich auch noch Waggons für diesen als tägliche Preise zu gewinnen. Den Speisewagen, Güterwagen und Schlafwagen. Das sind eigentlich ganz normale Dekorationen, die Zufriedenheit und 4% Angriffsbonus, 5 Güter oder 2 Forge-Punkte bringen auf jeweils weiteren 2x3 Feldern. Und wie wir es bereits von anderen Setgebäuden kennen, muss man diese natürlich an das Hauptgebäude ransetzen, damit deren Effekt wirkt. Und logischerweise gibt es beim Zug nur einen möglichen Ort, dahinter. Dafür aber so oft ihr wollt und in welcher Reihenfolge ihr wollt. Wie wir es aber auch von Setgebäuden kennen, muss man diese Gebäude auch einzeln einsammeln. Also wo kommt jetzt die blaue Galaxie ins Spiel? Na genau hier, denn letzteres ist bei diesem Setgebäude nicht der Fall. Die Produktion jedes angehängten Waggons wird einfach auf den Effekt des Zuges addiert. Ihr könnt also so viele Forge-Punkte mit dem Zug produzieren, wie ihr wollt. Zumindest so viel wie euer Geldbeutel und die Stadtgrenzen zulassen. Und die blaue Galaxie kann diese Produktion dann sogar noch verdoppeln. Auf welcher Stufe der Zug ist, ist für das Anhängen der Waggons übrigens egal. Aber dafür müsst ihr den natürlich erstmal bekommen. Dafür stehen euch 32 Tage lang insgesamt 70 Quests zur Verfügung, wovon ihr 38 direkt lösen könnt und die restlichen täglich freigeschaltet bekommt. Während der Questreihe könnt ihr neben der Stufe 1 des Zuges auch 2 Upgrade-Kits für eben diesen erhalten, sowie 2 Sternenpakete. Weitere Sterne bekommt ihr nach dem täglichen Einloggen, bei jeder Quest und in Ereignissen rund um eure Stadt. Einsetzen könnt ihr jeweils 10 Sterne dann, um im Eventfenster Geschenke zu öffnen. Neben unterschiedlichen Gewinnen gibt es auch immer 3 Spezialgeschenke, unter denen sich eines dieser Zeichen verbirgt. Das Auge deckt 2 noch verpackte Geschenke für euch auf, sodass ihr wisst, was sich dort befindet. Allerdings müsst ihr trotzdem noch 10 Sterne investieren, um den Inhalt wirklich zu erhalten. Das 2-mal verdoppelt den nächsten Gewinn, auch Gebäude im Übrigen. Und die gekreuzten Pfeile tauschen die Geschenke aus und verpacken alle neu. In einem Geschenk befindet sich immer der Tagespreis, zudem in diesem Jahr auch immer ein verlorenes Rentier, dazu erhaltet. Jedes gefundene Rentier wird wieder zurück in die Gefangenschaft an Centers Schlitten gekettet, der euch im Gegenzug einen besonderen Gegenstand anbietet, wofür ihr dann auch noch fast 3000 Diamanten bezahlen müsst, damit ihr diesen wirklich erhaltet, Center endlich abhaut und 9 weitere Rentiere verliert, die ihr dann wieder einfangen dürft. Sorry, das war jetzt vielleicht etwas pessimistisch ausgedrückt, aber tatsächlich handelt es sich hierbei zum allerersten Mal, meiner Meinung nach, um ein Feature, das lediglich für Premium-Spieler eingebaut wurde. Oder mindestens für Spieler, die sehr, sehr viele Diamanten haben. Ihr habt zwar absolut keinen Nachteil dadurch, wenn ihr keine 3000 Diamanten ausgeben wollt, aber dann bringen euch die Rentiere halt auch gar nichts. Der Zweck davon ist, dass ihr eben mit jedem Tagespreis einen weiteren versteckten Gewinn freischaltet. Sobald ihr mindestens ein Rentier gefunden habt, könnt ihr die 3000 Diamanten ausgeben, um den Gewinn zu erhalten. Es lohnt sich allerdings, erst alle 9 Rentiere zu sammeln und dann die 3000 Diamanten zu investieren, da ihr so für den gleichen Preis alle Gewinne erhaltet, statt nur einzelne. Auf jeden Fall erhaltet ihr auch für jedes geöffnete Geschenk, unabhängig vom Inhalt, ein Ticket für diesen Zug.
Die könnt ihr dann einsetzen, um beim Schaffner kleine Packungen mit Modelleisenbahnschienen zu kaufen. Dieser gibt euch dann zufällig eine Packung mit 1 bis 3 Schienen. Und weil der Lokführer sich dann so für euch freut, fährt er genau die Anzahl an Schienen weiter, die ihr als Modellschienen bekommen habt. Ach, sorry, dieses Mal ist mir echt keine halbwegs logische Story eingefallen. Die Tickets im Tauschhandel für eine zufällige Anzahl Modellschienen und einen daraufhin weiterfahrenden Zug, in dem ihr die Tickets eingesetzt haben könntet, in Zusammenhang bringen. Aber darum soll es ja hier, glaube ich, auch nicht gehen. Habt ihr 20 Tickets eingesetzt, erreicht ihr den nächsten Bahnhof und erhaltet einen Hauptpreis. Die Listen der Hauptpreise sowie aller Quests findet ihr im englischen Phantom Wiki, Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Tagespreise sind immer erst wenige Stunden bevor sie bei uns freigeschaltet werden, im Phantom Wiki eingetragen, da sich die Reihenfolge zum Beta-Server deutlich unterscheidet. 2 weitere Gebäude gibt es dann aber noch. Den taktischen Turm inklusive Upgrade-Kit und dessen 2. Stufe. Diese beiden Gebäude haben eine Grundfläche von einem einzigen Feld und bringen eurer verteidigenden Armee der Stadt einen Angriffsbonus. Das war bislang nur durch die Terrakotta-Armee möglich. Und außerdem wird es natürlich auch wieder 2 neue Avatare zu gewinnen geben. Soweit zum Event, ich habe allerdings noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich habe für Weihnachten einen Weihnachts-Forge of Empires Livestream geplant, der voraussichtlich am 23. Dezember stattfinden wird. Dort wird es einen kleinen Wettbewerb geben, an dem jeder Zuschauer teilnehmen kann. Da ihr während des Winter-Events auch wieder einige weihnachtliche Dekorationen erhalten werdet, werde ich mit euch zusammen die schönsten Weihnachtsmärkte und weihnachtlich dekorierten Städte in Forge of Empires suchen und die besten Ideen mit mehreren Diamantengewinnen im 4-stelligen Bereich auszeichnen. Diese kriegt ihr dann als kleines Weihnachtsgeschenk in Zusammenarbeit mit dem Community Management gutgeschrieben. Alles schon abgesprochen. So könnt ihr euch vielleicht doch etwas mehr freuen, wenn ihr während des Events nur eine Dekoration in einem Geschenk bekommt und könnt damit vielleicht sogar noch zusätzlich ein Weihnachtsgeschenk verdienen. Dann hoffe ich erstmal, das Video hat euch wieder gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin erstmal, ciao.